Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wir wollen die jetzt total aus dem Hinterhalt angreifen. So, dass es niemand mitkriegt. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig arbeiten. Als erstes nehme ich mir... Na gut, dann nehme ich mir den hier vor. Ja, willst du mich jetzt total veräppeln? Junge! Verdammte Scheiße hier. So. Naja, gut. Das war jetzt weniger leise und weniger unauffällig. Oh, was soll's. Bin ja auch kein Profi hier. Was haben wir denn hier um die Ecke? Huch! Die nehme ich mit. Klar. So. Hey, 2 von 2 Geocaches gefunden. Ja, coole Sache. Was ist das hier unten? Ach, ich will's gar nicht wissen. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Aha. Wahrscheinlich japanisch. Aha. Oh, es ist eiskalt. Finden Sie die Kommunikationskonsole? Ja, super. Ey, ich hab auch nichts anderes zu tun. Ihr seid ja echt mysteriös. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Die beste Aufgabe. Die Solari, diese Gruppe, die Matthias gegründet hat, klingen wie Gefangene. Gefährlich und machthungrig. Ja, die sind ein bisschen alle nicht ganz dicht wahrscheinlich. Und deswegen müssen wir sie, glaube ich, einfach mal töten, damit die von ihrer krankhaften, von ihren krankhaften Gedanken befreit wird. Ja, gehst du da halt mal rein. Oh, Truhe, meine. Hihihi. Wo kommst du denn jetzt her, Kumpel? Also wirklich? Der kann mich doch nicht einfach so erschrecken. Hier komme ich nicht durch, das ist aber schade. Ich gehe die erstmal plündern, bevor die Leichen wieder einfach so verschwinden. Das kennen wir ja hier nur zu Genüge. Hallo? Oh, jetzt muss ich aber mal auf die Toilette. Aber ich gehe nicht in so eklige Sachen rein. Und hallo. Wo auch immer ich bin. Yay. Sogar in so alten Spinden findet man noch was. Das finde ich sehr cool. Halt, aus dem Raum bin ich gekommen, genau. So, da gucken wir uns jetzt
den anderen Raum an. Ach, ist doch voll, Mensch. Oh, jetzt hole ich mir mal so eine blöde Fackel. Wie die läuft, ey, als hätte die sich eingekackert. Sind doch alle tot. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Das sind immer so kleine Nebenquests, für die man dann EP bekommt. Wie die Statuen anzünden und sowas. Ich traue dem ganzen Frieden hier nicht so ganz. Ja, was sage ich? Alter, ich hab doch Kopfschuss gemacht. Oh. Du hast jetzt meine Fackel ausgemacht. Ich fass das jetzt gerade nie, ne? Du Vollhonk, ey. Echt? Wer darf dann wieder zurücklatschen? Ja, dreimal dürft ihr raten. Bloß wegen dem Idioten jetzt dort, ey. Ich geh mir jetzt die blöde Fackel holen, ey. Echt? Ich glaube, ich muss doof dann so oder so zurücklatschen. Naja, ist auch egal jetzt. Aber lieber haben als hätten. Und deswegen... Ach, ich bilde mir nämlich ein, dass ich irgendwann hier... Ein Transparent hat mir noch gefehlt. Und das hatte ich nicht, weil ich die Fackel hier nicht irgendwie mit... Okay, die wäre eh ausgegangen. Okay, gut, alles klar. Genau, hier. Und diese blöde Fackel brauche ich jetzt aber. Das ist doch total für'n Arsch. Ich komme doch dann hier nicht mehr zurück, bilde ich mir ein. Das bilde ich mir ganz stark ein. No one leaves. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Irgendwas... Irgendwas ging ja gewaltig schief. Stimmt, ich komme ja dann nicht mehr hier zurück. Das ist ja mein Problem, glaube ich. Wenn das eben mal explodiert. Aber die Fackel ist ausgegangen. Ich hätte die gar nicht mitnehmen können. Ach, so eine Scheiße hier. So, jetzt drehen wir mal ein bisschen das Gas auf. Ja, versuche auch noch ein bisschen hier raus, hier reinzukommen. Das verrate ich dir doch jetzt nicht, wo ich hin will. Also, hallo? Warte mal, aber ich habe eine andere Idee. Ha, das hat sogar geklappt, du. Das ist ja was Tolles. Ich habe noch Gonny nach so Zeugs für mich gesucht, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen hier in dem Raum? Aber egal. Tja. Also irgendwie... Ich hätte ja doch zurückgehen können. Ah, na, irgendwas läuft hier doch falsch. Dann gehe ich eben jetzt zurück. Tue mir meine blöde Fackel wieder. Ah ja, hier musste ich ja nichts. Ja, genau. Meine blöde Fackel. La 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 la. Naja, ich hasse das, wenn ich schon dran denke, solche Nebenquests zu erfüllen und dann kann ich das nicht, obwohl ich das wirklich will und vorhab, dann kann ich das nicht. Weil hier immer so irgendwas zwischendurch passiert, wo ich dann... Oh, da kriege ich mal Hassattacken, echt. Ach, hör doch auf, so blöde zu husten. Ist doch dein eigenes, dein selbes Pech? Dein eigenes Pech? Ja. Beende es. Bitte. Bitte. Töte mich einfach. Nö, sehe ich denn jetzt so aus? Eigentlich nicht, ne?
hole mir noch mal eine Fackel. Ich weiß, dass sich das auf die Nerven geht, aber wenn ich dann später mein eigenes Feuerzeug habe, dann ist das alles in Ordnung. Glaubt mir. Wenn ich ein bisschen älter bin, dann darf ich nämlich auch mit Feuer spielen. Oder kann ich das auch stellen? Nein. Dann kann ich nämlich auch mit Feuer spielen und dann... Wir könnten hier mal schnell nachladen, so. Und dann habe ich da kein Problem mehr mit. Aber im Moment bin ich noch auf diese scheiß Feuerstellen angewiesen. Es ist so traurig, ich weiß. Aua! Boah, jetzt habe ich mich irgendwie verbrannt gerade. Na, siehst du, bist doch schon tot. Brauchte ich nichts mal machen. Ist das nicht wunderhübsch? Halt! Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Forscher, Geheimprojekt. Ein alter Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Achsenmächte haben hier die Stürme untersucht. Was haben sie gefunden? Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja, mit Flugzeug no one leaves. Was heißt das wohl für uns? Geocaches. Wieder mal gefunden. Gibt's ja kein Transparent, das ich kaputt machen kann. Ach, wie öde. Okay, eigentlich will ich da nicht raus, weil ich weiß, was da passiert. Aber na gut. Dann, von mir aus. Ich habe ein Maschinengewehr. Ach, Kumpels, echt. Komm schon, du Idiot dort hinten, echt. Oh, bist du ein Vogel der Nacht? Gehst mir ganz schön auf den Zeiger mit deinem... Echt. Ach ja, habe ich jetzt echt alle Munition verschossen. Das ist ja echt für ein Arsch. Ja, komm, was hast du denn hier für mich? Du hast ein bisschen Munition für mich. Das ist hübsch. Das finde ich gut. So, 2 von 2 Geocaches. Huch! Gefunden. Ach, hatten wir noch mehr? Ich glaube, hier ist so ein Dings wieder drin, oder? Wenn ich da jetzt reingehe, geht doch die Tür zu. Ja, okay, doch nicht. Aber trotzdem. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Fear the demons. The storm is watching. Ja, das ist... Oh je, jetzt können wir erstmal nachladen. Und damit können wir immer noch nicht aufnehmen. Was ist das? Ach, das ist, glaube ich, das Normale. Ja, super. Und hier können wir aber nicht zurück. Stimmt. Oder? Können wir über die Tür klettern? Ach.
Ach nee, wir können das aufstellen, okay. Ich weiß auch nicht, wo ich das, also wie ich das für mich gespielt habe. Im Dings, im Oktober. Da konnte ich irgendwie nicht mehr zurück. Ich weiß aber auch nicht warum. Aber solange wir jetzt hier noch zurückkehren, ist das wunderbar. Da hole ich mir nämlich wieder Fixfeuer. Um das zu verbrennen. So. Vielleicht kriegen wir da nämlich ein hübsches, kleines Erfahrungspunkte-Set oder so. Mal gucken. Mal kicksen. So, hoch müssen wir dann auch noch gehen. Ja, hoch müssen wir dann auch noch gehen. So. Haben wir hier jetzt noch irgendwas Schönes? Nee, ne? Nee, sieht jetzt nicht so aus. Ja, dahin kann ich natürlich auch noch, aber... Ach Mensch, wo gehe ich denn zuerst lang? Ich glaube hoch. Ich glaube, ich gehe hoch. Ja, das werde ich tun. Dass ich erstmal fix hier hochgehe, um zu gucken, was es hier so Schönes gibt für mich. Ein Lagerfeuer. Naja, komm, dann nehmen wir das. Moment, wenn ich jetzt das Lagerfeuer nehme, ne? Dann ist meine Fackel, glaube ich, wieder weg. Verdammt. No. Ja, das möchte ich. Jetzt meine Fackel wieder weg, richtig? Oh Mann, ey. Das machen die echt mit Absicht. Wollen wir wetten? Aber dort kann ich mir... Toll, warum bin ich denn so weit gerannt? Ich hätte mir auch dann... Na, egal. So geht's natürlich auch. Irgendwo muss doch jetzt der letzte Flyer noch sein, oder? Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Stopp und Pause. Ja, genau. Wir gehen dann im nächsten Part durch diese Tür. Ja, ihr müsst euch jetzt ein bisschen gedulden. Was steckt dahinter? Wir können ja schon mal gucken. Aha, aha, aha. Oh, Bergungsgut. Na, ich muss auch bis nächste Folge warten. Also, bis dahin, macht's gut und tschüss.